Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Ich muss mal kurz das einstellen, dann bin ich gleich für euch zur Verfügung. So, wir spielen Gladbeck. Geiles Wetter, Paderborn wäre das Beste, was mir hier so einfällt. Das spiele ich eigentlich nur deshalb, weil es gibt ja eine Straßenbahnlinie und momentan bin ich auf Ruhe unterwegs, aber ich wollte diese Straßenbahnlinien mal nur nebenbei einschieben. Ja, ich weiß. Das ist irgendwie noch sehr komisch. Hier, das ist der SweetFX-Mod, der das irgendwie so witzig auskaut. Warum hier kein Bus in der Vorschau zu sehen ist, weiß ich nicht. Argument aus... Willst du mich verarschen? Ach, komm, ich kann mich hier... hallo Taskmanager, hallo OMSI. Also seitdem ich OMSI ein bisschen gemoddet habe, ist OMSI sehr schlimm geworden. Auf Spandau hat es jede 2 Minuten Fehlermeldung. Also auf Modern Spandau, nicht auf die normale Standardkarte, habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Auf Spandau hat ständig Fehlermeldung. Und hier kann ich OMSI irgendwie nur einmal starten und dann direkt den Bus spawnen und dann funktioniert es nie wieder. Ich habe die Map nochmal neu geladen, weil ich wollte eigentlich jetzt normal Straßenbahn fahren auf der Map, aber dann habe ich mir gedacht, kann ich auch gleich aufnehmen. So, dann haben wir es gleich. Dim, 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 dim. Dim, dim. Dim, dim. So, hallo. Ach, ich seht hier unten, ich spiele mit Tastatur. Was da dran liegt, mein Lenkrad ist zwar angeschlossen, aber ich finde, Straßenbahn mit dem Lenkrad zu fahren, ist etwas unrealistisch. Da spiele ich lieber mit der Tastatur. Also so ausgereift ist Straßenbahnfahren hier auch nicht. Ja, ihr seht's, ich muss jetzt einen Bus bauen. Dann kann ich nämlich auch gleich mal zeigen, wie man hier wunderschön die Straßenbahn spawnt. Jetzt spawnt mein Bus hier auf dem Betriebshof von Gladbeck. Fahren will ich ihn jetzt nicht, das ist mir zu blöd. Dann, die Pfeile können wir auch gleich reinmachen, weil dann seht ihr, hier steht hier Bahn spawnen. Dann klicke ich hier hin, dann habe ich meinen Bus hier, dann setze ich mich rein, dann lösche ich den Bus, dann kommt wieder dieser witzige Fehler, warum auch immer. Dann spawne ich eine Straßenbahn, Werbung ist okay, dann wieder Betriebshof Gelsenkirchen und dann spawnt sie. Wunderschön. Wunderschöne Wassermelone. Die Straßenbahn backt sehr rum. Also wundert euch nicht, aber es macht trotzdem Spaß, da zu fahren. So, 302, haben wir irgendwas... das werde ich nicht schaffen. Also ich werde wahrscheinlich vorspulen müssen. Ich muss jetzt erstmal zum Hauptbahnhof fahren und da werde ich es mit 30 nicht schaffen. Also dann um 30 da zu sein. Ja. Was sehr wichtig ist, ist Gleise stellen. Macht man mit F4 und dann auf das jeweilige Gleis klicken. Weil sonst fahren wir hier falsch. Also eigentlich brauchen wir die hier selbstverständlich nicht, weil die Strecke... Es gibt nicht viele Straßenbahnlinien hier. Was war... brauchen ist Shift und Z, also diese Infozeile, weil ohne die funktioniert es nicht, auf gar keinen Fall, das ist nicht möglich. So, wir können ganz gemütlich fahren, weil ich weiß, dass die nächste Ampel eh rot sein wird. Das ist so eine rote Phasending. So, hier dann einmal um die Kurve. Hier haben wir jetzt den witzigen Pfosten, hier auch nochmal. Warum interessiert mich nicht. So, ganz leicht die Bremse schon mal rein. Und jetzt ein bisschen stärker. Noch ein bisschen stärker. Oh, perfekt. Ich sag ja, man muss sich hier gar nicht beeilen. Beim nächsten brauchen wir uns eigentlich auch nicht beeilen. Normalerweise darf man hier mit 30 lang, sieht man den witzigen Schildern da unten rechts. Aber so rechts auch wunderbar. Ich wollte gerade sagen, die Map lädt nicht nach. Ach übrigens, ich kann ja mal den Vergleich bringen. So sieht's ohne SweetFX aus und so mit. Also man erkennt doch was. So, sehr schön. Wir müssen die Weichen noch kurz stellen. Hier will ich links. So. Die Ampel ist eh immer ewig lange rot, deshalb... Ich bin jetzt schon öfter vom Betriebshof hier weggefahren, weil
Naja, die erste Mal, das erste Mal so eine Straßenbahn hier zu fahren, da muss ich auch erst einleben. So, jetzt halt grün. Na komm. Man muss auf die linke Ampel achten übrigens, weil die rechte ist für rechts. Und schwer zu erkennen. Und wenn man rechts fahren würde, darf man 20 fahren. Sieht man ja rechts oben. Und für geradeaus 30. Da wir danach links fahren müssen, wird die nächste Ampel auch wieder rot sein. Und ja. Deshalb versuche ich gar nicht auf der Map schnell zu fahren. Also ab da, wo man Fahrplan hat, sollte man schnell fahren, aber noch macht es keinen Sinn, schnell zu fahren. So, Kurt-Schumann-Straße, mehr rechts. Wenn man bei F1 die Sichten durchschaltet, dann kommt man immer weiter nach hier hinten. Oh, da hatten wir es eben gerade. Weil ich muss ja ein bisschen auf die Ampel achten. Eigentlich ist das in Gelsenkirchen übrigens keine Straßenbahn, sondern eine Stadtbahn. Und Gelsenkirchen hat, ich glaube, sogar die höchste Arbeitslosenquote von Nordrhein-Westfalen. Die höchste Arbeitslosenquote, Moment, habe ich hier nämlich gestern nachgeguckt, hat Bremen und Berlin. Also beide. Jetzt wundere ich mich gerade so jetzt. Hier ist nichts bedienbar. Ich weiß nicht, ob es eine neuere Version davon gibt, aber ich glaube nicht. Muss ich mich im Internet nochmal schlau machen. Praktisch ist, das Ding hat, weil es eben so undetailliert ist, keine Heizung. Heißt, sie sind immer konstant 20 Grad. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe ja reales Wetter drin. Ich glaube, 9 Grad oder so müssen es gerade sein. Man hat hier in der Straßenbahn immer konstant 20 Grad. Das heißt, die meckern nicht rum, dass es hier zu kalt ist oder so. Aber die meckern rum, dass kein Licht an ist. Hier gibt es auch kein Licht, das kann ich auch nicht anmachen. Ich war schon wieder zu schnell. Jetzt fahren wir unterirdisch. Ich darf immer noch 30 fahren. Übrigens ist es blöd gemacht, aber anscheinend geht es nicht anders. Wir können hier mal kurz in die Außenansicht gehen. Links gibt es keine Türen. Das heißt, die steigen dann tatsächlich rechts aus und die spawnen dann, die Fahrgäste. Das ist aber anscheinend nicht anders lösbar. So, jetzt dürfen wir 70 fahren. Dann werde ich das nochmal gepflegt einhalten. Ich glaube, die Straßenbahn kann nur 70. Zumindest habe ich mehr als 75 noch nicht geschafft. Hier leckt es gerade, warum auch immer. So. Dann haben wir wunderbare 70 erreicht. Und dann können wir passend zur nächsten Folge dann auch unsere Straßenbahn. Allein schon samstags ist hier wesentlich mehr los. Ich habe die Map ja auch erst neu installiert. So. 30 sollte reichen. Dann müssen wir hier, soweit ich weiß, links. Deshalb werde ich. Oh. Ja, das ist die Straßenbahn, die ich eigentlich übernehmen wollte, die gerade links wegfährt. So. Dann bremsen wir mal, weil die Weiche ist nicht auf links gestellt. Die ist auch geradeaus. Für die KI braucht man die Weichen übrigens nicht stellen. Die fahren dann einfach da, wo sie sollen. So. Stell dich. Und die da hinten müssen wir auch noch stellen, weil dann backt die Straße mal wieder rum. Und auf geht's. Man kann sich übrigens nicht ins andere Cockpit setzen. Und auf der Map ist es dann folgendermaßen gelöst. Das ist bei jedem Abstellgleis hier so gemacht. Das heißt, man braucht auf das Schild, was da rechts an der Wand ist, gar nicht so drauf achten. Also 10 sollte man vielleicht schon fahren, aber hier rechts an der Wand, dieses Schild da, braucht man eigentlich gar nicht beachten. Ja, hinter dieser Wand befindet sich die Wendeanlage. Das ist am Betriebshof so, das ist hier so,